Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und unter hämatom.de. Mon, mon, ihr schlechten Kiss- und Sleep-Not-Kopien. Na, habt ihr mal wieder versucht, in Tschechien auf dicke Hose zu machen und habt mir dann auf der Heimfahrt die Ohren voll geheult, wie kaputt ihr seid? Ehrlich, wenn das so weitergeht, werde ich Jupp um die Ecke bringen und mir einen Job bei Fernando Express klar machen. Euch beide hält man wirklich nur noch aus, wenn einem der Pegel nicht unter 3 Promille rutscht. Und jetzt lasst uns die Scheiße mal schnell abhacken. Ich muss dringend meine Schwiegermutter besteigen. Ja, da hat sich wir den West mal animiert, um mit seiner Schwiegermutter mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Oh, ich wollte nicht mehr dran erinnert werden, ey. Jetzt fängst du wieder damit an. Ganz, ganz schwierige Vorstellung für mich, was wir da im letzten Podcast, was der Patrick da im letzten Podcast losgestoßen hat. Au, au, au. Ja, genau, das ist, man muss dazu sagen, dass ich glaube, dass West gar nicht auf diesen Blitz wartet, den man dazu braucht, um die Schwiegermutter in den Körper der eigenen Frau oder den Körper der eigenen Frau in den Geist der Schwiegermutter. Ich weiß nicht, wie er das richtig gemeint hat. Jedenfalls, ich glaube, dass West einfach die Gelegenheit genutzt hat, mit seiner Schwiegermutter einfach mehr Zeit zu verbringen. Und zu gucken, ob am Ende vielleicht ein Happy End drin ist. Ja, wobei, also genau, mein Bauchgefühl sagt mir eh, dass er sehr viel Zeit mit Schwiegermüttern verbringt. Ich glaube, legt sich da nicht fest auf eine Schwiegermutter, sondern er kennt sehr viele Schwiegermütter. Ja. Das ist so ein Schwiegermütter-Typ. Ich glaube, Fest ist wirklich Schwiegermamas Liebling. So. Auch so was Gerüche angeht, da ist er richtig, da fühlt er sich wohl, da ist er irgendwie gut aufgehoben. So Leute, wir fangen an. Podcast Nummer 53, glaube ich, 52, jawohl. Ich weiß es nicht. Nee, 53. 53. Nee, 52. Nee, 53. 53, 53, 53. 53, jawohl. So, Süd, der alte Vollhong. Man kann auch ruhig das Wort Behindi an dieser Stelle verwenden. Nein, das ist politisch nicht korrekt, mein Freund. Hat irgendwie sein Mikrofon ins Klo gesteckt. Wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde gelabert. Dann ist ihm aufgefallen, dass das Mikrofon irgendwie die Vögelgesänge draußen vor seinem Hambacher Schloss aufnimmt. Jetzt dürfen wir die ganze Scheiße nochmal neu aufnehmen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, genau. Also wenn jetzt irgendwelche Lücken entstehen, wenn ihr manche Sachen nicht kapiert, dann liegt es daran, dass wir denken, es schon gesagt zu haben, aber wir haben es vorhin gesagt, als es nicht aufgenommen wurde. Auf jeden Fall bin ich gerade hier. Ich bin gestern von Tschechien, wir haben da irgendwo ganz im Osten gespielt, ganz im Westen gefahren, in die schöne Pfalz, sitze auf der Terrasse, schau hoch zum Hambacher Schloss. Kennst du das? Inzwischen kennt ihr es. Nein, Mensch, ich kenne das nicht. Erzähl mir, was war denn am Hambacher Schloss los? Du, irgendwie ganz spontan, also ich kann das irgendwie aus meinem Kopf herauskramen wie bei Wikipedia. 1832 hatten wir hier das Hambacher Fest. Das gilt als Höhepunkt bürgerlicher Opposition in der Zeit der Restauration und zu Beginn des Vormärz. Also da wurden die Forderungen zur nationalen Einheit, Freiheit und Volkssouveränität ganz laut gerufen von Studenten, von allen, die eben Freiheit und mehr Demokratie im Staat wollten. Waren das die Kiffer? Haben die Leute damals schon gekifft? Ob die schon gekifft haben, glaube ich nicht. Ja. Glaube ich nicht. Soll ich mal. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, die Leute haben schon. Cannabis in Deutschland, wann das so ein bisschen Einzug genommen hat? Also es wurde sicher sehr viel Wein getrunken. Ich muss mal kurz eine Story erzählen. Wenn ich mir hier die Weinberge anschaue. Habe ich den Weinberg erwähnt? Ja, oder? Hier ist alles voll Weinberge. Hörer aus der Pfalz, die wissen es natürlich. Das ist hier die Weinhochburg. Vor allem der Weißwein, der Pfälzer Weißwein finde ich großartig. Ein Riesling, Pfälzer Riesling. Aber nicht die Spätleser, ne? Ist ganz klar. Nicht die Spätleser, bitte. Nee. Und im Herbst ist ja hier Halligalli, ne? Da ist dann Weinernte. Dann gibt es diesen jungen Wein mit Zwiebelkuchen. Und ich glaube, da bist du dann nur noch am Rumkoffern. Sehr geil. Ne. Und übrigens auch lustig, aus Franken kommen, da hast du ja immer so, da trinkst du halt ein Bier schön auf der Kirchweih. Und ich weiß nicht, wie hier Kirchweih heißt im Pfälzer, Kirmes oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Dort gibt es einfach Weinfeste. Nee, oder auch die auf der Kirchweih, die trinken Wein, aber aus Schoppengläser. Und ein Schoppen, ein Pfälzer Schoppen sind 0,5. Also das wird wirklich Wein aus 0,5er Gläsern. Große Gläser, da gibt es auch keinen dünnen Hals oder so, sondern da geht es eher um Masse, um Menge. Richtig geil. Also das, was die Bierkultur in Franken hat, ist hier 1:1 mit der Weinkultur. Gleiche Mengen, nur eben Wein. Und ihr wisst, Wein hat mehr als doppelt so viel Prozent. Also eigentlich sind die Pfälzer die härteren. Das sind, ja, glaub, ja. Und mein Daddy, mein Daddy ist ja hier groß geworden und der hat auch immer gesagt, die Weinfeste, die sind weniger aggressiv als die Bierfeste.
Das war so seine Feststellung. Er hat auf beiden, oder er trinkt auf beiden Regionen. Er hat sich auf beiden Festen geprügelt. Und ich muss sagen, die Weinsäufer, die schlagen weniger her dazu. Da ist genau, also da hat er immer die Koordination gewonnen. Auch nicht mehr so richtig. Da hat er mal gewonnen und in Franken, das war irgendwie. Da hat er immer auf die Schnauze gekriegt, nach 3-4. Ach, geil, ja. Das ist eine gute Theorie. Du, apropos, ich muss jetzt meine Story erzählen, die habe ich vorhin nicht erzählt. Wir haben in Tschechien gespielt, ein sehr schönes Festival, sehr schöner Gig, und wir haben danach sehr viele Bilder gemacht mit Menschen, die einfach dort waren, und vor allem auch in der Backstage wollte plötzlich irgendwie jeder ein Foto mit uns haben danach. Das kommt tatsächlich oft vor, dass wir vorher belächelt werden, fast schon angespuckt werden, und danach möchten Menschen Bilder mit uns machen, weil die Masken dann doch irgendwie so, also es geht nicht um uns und unsere Musik, es geht einfach nur um die Masken, die schauen irgendwie so, sehen so beeindruckend aus. Jedenfalls kam dieser Typ daher, sagt, ey, Fotku, can we take a picture together? So, Fotku, ganz kurz muss ich jetzt erklären, Fotku heißt Foto. Ach, wirklich? Danke, Süd. Das hätte niemand wirklich gedacht, total dass Fotku deswegen, Foto also heißt. Ich bin so ein Simultan-Dolmetscher, und da muss ich jetzt so ein Erklärbär. Foto auf Tschechisch. So ein Erklärbär. Jedenfalls, und als Dankeschön, dass wir das Foto mit ihm gemacht haben, drückte mir einen Beutel Gras in die Hand. Alter, und dieses Gras, also einfach so, ja? Und ich muss sagen, meine großen Kiffer, ihr wisst das ja alle, meine großen Kifferzeiten sind ja schon längst vorbei, und ich habe schon lange auch kein Gras mehr gekauft und so, aber das Gras hat so gut, ich liebe den Geruch von Gras, ja? Von richtig guten Home Grass oder normalen Grass, wie auch immer. Das riecht, finde ich, fantastisch. Ähnlich wie frisch gemahlene Kaffeebohnen. Den Geruch liebe ich übrigens auch. Jedenfalls hat es so gestunken, also positiv gestunken, dass du nicht in die Backstage gehen konntest, weil dieser Grasgeruch über allem schwebte. So. Und wir haben es aber trotzdem gewagt. Wir haben das Ding einfach, also wir haben dann so einen Lebkuchen, das haben wir bei Instagram auch fotografiert, so einen Lebkuchen ausgeschenkt bekommen vom Veranstalter. Und da haben wir einfach das Gras reingeschmissen und haben das, sind einfach damit nach Hause gefahren, über die Grenze. Und unsere Ausrede wäre gewesen, wenn uns die Polizei angehalten hätte: Oh, sorry, wir können nichts dafür. Was, da ist Gras in diesem Häuschen versteckt. Wir können nichts dafür, denn der Veranstalter war ein Geschenk des Veranstalters. Glaubst du, wir wären durchgekommen mit dieser Ausrede? Wir wären durchgekommen. Und es ist ja auch so, in Deutschland darfst du kein Gras besitzen, du darfst es aber konsumieren. Und ich glaube, geschenktes Gras ist auch legal. Also, wirklich? Weil du kannst ja... Also, geschenktes Gras schaut man nicht ins Maul? Kann man das so sagen? Nee, da halten wir jetzt fest. Was reimt sich? Schaut man nicht ins... Ins Glas. Ein geschenktes Glas schaut man nicht ins Glas. Nee, ich glaube halt irgendwie, also ein Geschenk, gerade ein Auslandsgeschenk, das musst du ja annehmen. Da geht es ja auch um Völkerverständigung, da kannst du nicht sagen, nee, nehme ich nicht, geht nicht. Und so hätte ich das erklärt und wäre damit auch durchgekommen. Ich glaube aber auch, dass der Drogenhund, der hätte es gar nicht gerochen, weil er irgendwie dann eben geflasht gewesen wäre von diesem leckeren Lebkuchengeruch. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Theorie. Ich glaube, der hätte tatsächlich den Lebkuchen das Lebkuchenhäuschen, Knusper-Knusper-Häuschen? Nee, Knusper-Knusper. Knaser, wer knabbert an meinem Knäuschen heißt das Wort. Jedenfalls, wären wir, genau, der hätte das Häuschen aufgefressen und hätte gar nicht gemerkt, dass er das Gras mitfrisst. Jedenfalls hätten wir sowieso gestern nicht gefangen werden können, beziehungsweise durchsucht werden können, denn ich glaube, die komplette tschechische Polizei war in Tschechien oft bei dieser riesen Mega-Demonstration gegen den aktuellen Ministerpräsidenten. Da war ja gestern, ich glaube, die größte Demonstration seit 1989. Also ganz Tschechien war gestern in Prag. Wir sind auch an Prag vorbeigefahren. Uns ist aber nichts aufgefallen. Nee, wir sind auch in im sicheren Abstand vorbeigefahren. Ja. Okay, das dazu. Dann müssen wir unbedingt was loswerden. Und zwar dieses Thema Schlucken oder Spucken. Das beschäftigt immer noch die Leute da draußen. Und wir haben diverse E-Mails gekriegt. Und ich würde sehr, sehr gerne zwei davon, die muss ich einfach, die sind so gut, so ehrlich, dass man sie vorlesen muss. Und genau, wir sind es auch den Leuten da draußen schuldig, auf ihre Wünsche, auf ihre Sünden einzugehen, denn wir sind hier beim Beichtstuhl. Jedenfalls schreibt uns es aus Düsseldorf folgende E-Mail. Mein lieber Herr Gesangsverein, finde ich übrigens sehr gut, das war wahrscheinlich nach unserer Fressen, Saufen, Ficken, Singen Folge. Ihr wolltet es ja so, nun dann, let's go. Ich kann euch meine Meinung zum Thema Schlucken beichten. Also ich finde, dass Schlucken nichts mit Liebe zu tun hat. So, sie geht so ein bisschen in Opposition zu meiner These hier. Schlucken ist gleich Liebe. Ich mache es aus lauter Geilheit. Oder es passiert einfach im Eifer des Gefechts. Allerdings stehe ich auf Blasen, Würgen, Kotzen.
all in. Oh, da meldet sich gleich Süd, der Hobbypsychologe, aber lies weiter. Nee, ich würde sehr gerne hier stehen bleiben und ich finde, okay. Blasen, Würgen, Kotzen ist der perfekte Titel für diese Sendung. Ja, wir haben, oh ja, wir haben ja. Jetzt wieder, ja, wir haben jetzt wieder festgestellt, wie wichtig Titel sind. Letzte Woche Himmel, Arsch und Greenfield räumt gerade quotentechnisch bei uns tierisch ab und ich glaube, bei Hämatom, Beichtstuhl, Blasen, Würgen, Kotzen, da werden Rekorde putzeln. Glaube ich auch. Also da muss man auch ganz eiskalt irgendwie Scheiß auf Niveau oder ähnliches und vielleicht werden wir dann doch noch irgendwie einen Sex-Podcast, aber da müssen wir an die Quote denken, ganz klar. Und Blasen, Würgen, Kotzen, bin ich dabei, für mich gesetzt, ja. Mega geil. Also das wird, mir geht nicht. Ich werde mir ich finde es auch mega gut von S aus Düsseldorf, dass ich schreibe, Blasen, Würgen, Kotzen, all in. Das, also ich finde diesen Abschluss all in ist schon, der ist schon ganz gut. All in. Ja, bei Kotzen. Der macht es auch ein bisschen intellektuell. Also kürzlich habe ich ja wieder gekotzt, wie ihr alle wisst. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass du gekotzt hast. Also ich persönlich finde Kotzen echt, also irgendwie hat es was Reinigendes, aber eigentlich ist es nicht geil. Und ich denke dann immer gleich an Essstörungen. Also ich hoffe, du hast keine Essstörung, du die Schreiberin. Ansonsten, ja. Lies gerne weiter, aber bei Kotzen, da meldet sich jemand so der Hobbypsychologe in mir. Nee, es alles gut, mach weiter. Wenn Blasen, Würgen, Kotzen dein Fetisch ist, dann zieh's durch. Man muss auch weiter so stehen. Ich glaube, ich habe schon Schlimmeres runtergewürgt. Zum Beispiel Jägermeister. Kotzwürg. Natürlich ist Sex mit Liebe viel schöner, aber Schlucken ist für mich weder ein Liebesbeweis noch eine Opfergabe. Es gehört doch irgendwie dazu. Ich würde mir auch nicht jeden Schwanz ins Mäulchen stopfen, aber Punk sei Dank sind wir alle Individuen und können uns den richtigen Partner zum Sexen aussuchen. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur gut erzogen. Besten bunten Gruß aus Düsseldorf. Prost, ein Bier auf euch. Hochachtungsvoll, S. Es ist wirklich eine großartige E-Mail, ein großartiges Statement zum Spucken oder Schlucken. Opfergabe, es ist keine Opfergabe, schreibt sie. Und ein Liebesbeweis, ja, ist es auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es ja jemanden, der das anders sieht. Ich finde Schwänzchen und Schwanz ins Mäulchen stopfen, finde ich auch eine süße Formulierung. Sowas gefällt dir, ne? Es ist nicht ganz mein Vokabular. Doch, Schwanz ist schon mein Vokabular. Mäulchen gefällt mir dann wieder nicht. Du hättest gern Maul. Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber was ich gut finde, man kann sich einen Partner aussuchen. Und genau so ist es. Und anders darf es auch nicht sein. Und wenn man dann irgendwie gegenseitig aufeinander Bock hat, dann ist ja auch alles gut oder auch nicht gut. Oder dann halt, was man geil findet und nicht geil findet. Und hatten wir dann das Thema, also du würdest, glaube ich, nicht schlucken als Frau, oder? Doch, ich wär die volle Bitch, Alter. Du wärst die volle Bitch. Ich wär die volle Bitch. Aber ich wär eine lesbische Bitch. Das ist natürlich ganz klar. Ich wär eine lesbische Bitch. Okay, das ist so ein Schwanz, wie du so gern magst, ja, das ist eigentlich nicht so dein Ding. Nein, ich glaube, ja, ich bin. Ja, ich stelle die Frage jetzt auch so, als wäre es mein Ding. Alles klar. Gibt es noch was vorzulesen? Hast du noch einen? Ja, es gibt noch die D aus Hintertupfing. Die hat uns auch eine schöne Mail geschrieben und die würde ich auch gerne vorlesen. Und zwar zum Thema, ob Sperma eklig ist. Sex hat nun mal mit Flüssigkeiten zu tun, sowohl beim Mann als auch bei einer Frau. Und Sex sollte was Schönes sein und man sollte sich nicht Gedanken darüber machen, ob etwas eklig ist. Also ich finde es wesentlich sauberer zu schlucken als Männer, die ja die ganze Zeit beim Oralverkehr mit einer Flüssigkeit konfrontiert sind. Okay, also sie bemitleidet praktisch uns Männer, weil wir so einen harten Job machen müssen beim Lecken und behauptet, also ihre Theorie ist, dass die Frauen eigentlich den einfacheren Job haben, was ich natürlich nur bestätigen kann, ja, ist ganz klar. Kann ich nur bestätigen, aber jetzt glänze ich wieder mit Halbwissen und jetzt gehen wir hier ein bisschen so in die Sexualität. Die Scheide ist, glaube ich, aber ein sehr reiner Bereich, ne? Also ich glaube, da gibt es ja dann... Ja, es kommt drauf an, hängt es nicht ein bisschen so mit den Waschritualen des Scheidenbesitzers ab? Es gibt ja körpereigene Reinigungsstoffe, wie gesagt, alles Halbwissen. Säfte, ja, die gibt es auf jeden Fall. Genau. Und selbst wenn man sich nicht waschen würde, glaube ich, würde sich da der Körper selbst immer sauber halten. Wir denken einfach mal ein paar tausend Jahre zurück. Da war das Wasser vielleicht dann noch nicht so zum Waschen entdeckt. Und dann hat es ja trotzdem funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, so eine ähnliche Theorie wie deine damals mit dem Kerosin. Dass Kerosin einfach bei jeder Landung Ich habe nicht gesagt jede Landung, ich habe gesagt bei der Landung.
Beide Ladungen, ja, genau. Ja. Da kann man okay, jetzt irgendwie sozusagen interpretieren, was meine ich mit beider Landung. Ja, also deine Theorie, die würde ich jetzt, aber egal, auch wenn es so wäre, ja, dass der Dreck praktisch nach außen geschwemmt wird durch diese inneren Körperscheidensäfte, dann würde ja der Mann ja noch mehr abkriegen davon. Dann wärst du praktisch so ein Waschlappen. Ja, hast du recht. In was Sinne des Wortes wäre deine Zunge der Waschlappen, der diese, diese Scheide, Muschi, dann sauber leckt. Genau, und ich widerspreche dir überhaupt nicht. Der Mann bringt das größere Opfer im Leben. Im Leben, das kann man so verallgemeinern. Und die Statistik belegt das Ganze, da das Durchschnittsalter überall, ich glaube, in allen Ländern des Mannes deutlich niedriger ist als der Frau. Und ich bin mir ziemlich sicher, das liegt nur am Lecken? Na, das ist leider ein Baustein. Es gibt viele, viele weitere. Nee. Meine Haushaltsführung zum Beispiel. Wir werden ja permanent erniedrigt im Haushalt. Ja. Genau. Du, lass uns mal kurz weiterlesen. Also zudem gäbe es zum Schlucken nur zwei Varianten. Die erste wäre nicht bis zum Schluss gehen und den Rest per Hand erledigen. Und die zweite wäre das Sperma ausspucken. Kommt für mich jetzt beides nicht in Frage. Und sie schreibt dazu, und Variante 2 ist wirklich das Dämlichste, was man machen kann. So. Denn hast du das Zeug schon mal im Mund und behältst du es da, wo es ist und musst es nicht ausspucken. Da hat sie vollkommen recht. Und die Variante 1 ist dann auch schwierig, ne? Wenn dann sozusagen Handjob zu Ende gemacht wird, wo landet es dann? Das landet dann im Bett auf dem Laken zum Beispiel und wer muss das wieder waschen? Ja, die Männer. Die Männer, ganz klar. Die Männer, ganz genau. Ja. So, dann. Also ich bin definitiv pro Schlucken und das gehört einfach dazu. Ob es nun etwas so Esoterisches ist, will ich jetzt nicht beurteilen, aber ich bestätige auf jeden Fall, Schlucken ist gleich Liebe. Vielen Dank, Dorina. Und, oh, scheiße, jetzt habe ich den Namen. Beep. Na gut, es ist ein Name, da gibt es einige. Ja, da gibt es viele. Es gibt viele Dorinas. Beziehungsweise der Name war frei erfunden. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir bleiben an dem Thema dran, oder? Wir bleiben an dem Thema dran. Ich denke, es geht auch jetzt, also wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen in die Praxis gehen. Ja. Genau, mal schauen, wann und wo. Okay, dann noch zwei Kleinigkeiten, um sie aufzuklären. Deine Behauptung von vor, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen, Kerosin wird bei jeder Landung abgelassen, ist natürlich totaler Bullshit. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Und zwar gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Kerosin abzulassen. Und das wird auch in äußersten, aller äußersten Notfällen auch gemacht. Aber nur deswegen, wenn zum Beispiel ein Flugzeug startet, man merkt beim Start, oh, da passiert irgendwas. Turbine 1 brennt, Turbine 2 nicht mehr vorhanden. Turbine 3 und 4 noch nie da gewesen. Man muss sofort landen, man muss umdrehen. Dann muss das Flugzeug Kerosin ablassen, denn es wäre zu schwer. Und der Landedruck... Und der Landedruck wäre viel, viel, viel zu groß und die Landung würde nicht funktionieren, das Flugzeug würde explodieren oder was auch immer. Und deswegen, diese Möglichkeit hast du dann, Kerosin abzulassen. Also wenn letztendlich ein Flugzeug zu voll ist, zu sehr betankt ist, muss es Kerosin ablassen? Es gibt noch die Möglichkeiten, 2, 3, also so Arschlochpassagiere rauszuschmeißen. Die gibt es auch. Dann kannst du das mit dem Kerosin sein lassen. Das dürfen sie inzwischen nicht mehr. Und Kerosin ist ja, glaube ich, steuerfrei, ne? Im Vergleich zu dem Autosprit. Ist es nicht so? Ich glaube, weniger besteuert einfach, oder? Aber sau wenig. Ich glaube, Kerosin ist so günstig, dass die immer, einfach pauschal, die hauen immer die Tragflächen voll mit Kerosin. Immer. Das heißt, sie lassen eigentlich immer ab vor der Landung. Also widerlegen tust du meine These leider nicht. Okay. Du hättest es gern gemacht, aber. Nee. Genau, es stand auch drin, dass wirklich 80% und 90%, also der größte Teil davon verdampft in der Atmosphäre und nur ein ganz, ganz geringer Teil fällt auf die Einwohner ringsum diese Flughäfen, ja, denen dann ein zweiter Schwanz, ein drittes Bein oder ein weiteres Auge wächst. Deshalb, ob du jetzt im Lotto gewinnst oder mal einen Schuss Kerosin abkriegst, ich glaube, die Gewinnchancen sind relativ gleich. Und wem das passiert, herzlichen Glückwunsch. Verdampft in der Atmosphäre, also da hast du dann Thema Verdampfen, Atmosphäre, Regenwolke, Regen landet wieder bei uns. Das ist genauso wie CO2 in der Atmosphäre. Chemtrails. verdampft. Also ich fühle mich gerade voll bestätigt. Ja, und dann wollte ich noch erzählen, dass ich, weil wir beim Thema Fliegen sind, dass ich Mario Adolf und Claudio Pizarro am Flughafen getroffen habe. Und waren wir schon sehr verwundert, deswegen spielen wir das jetzt einfach nicht nach, weil wir beide sehr schlechter Schauspieler sind. Aber wir waren mega verwundert, wie alt Mario Adolf ist.
Ach, ich hätte jetzt schauspielerisch, ich hätte ohne Scheiß nochmal, meine Überraschung hätte ich, glaube ich, noch geiler hinbekommen als vorhin. Sehr gut, dann pass auf, dann lass uns das spielen. Und zwar, du Süd, ich war vor kurzem, weil wir jetzt gerade über Kerosin sprechen, vor kurzem am Münchner Flughafen und habe an einem Flughafen zwei Promis getroffen. Also richtige Promis getroffen? Nein, das waren richtige Promis. Ich habe zum einen Mario Adorf getroffen. Mario Adorf, Weltstar. Nein, echt? Also den, klar, er lebt noch. Sonst hätte man davon von seinem Tod erfahren. Klasse. Den hast du getroffen? Den habe ich getroffen. Ich war in so einer Lufthansa-Lounge und habe da gefrühstückt mit Leo. Und plötzlich kommt Mario Adorf rein. Wie so ein älterer, aber trotzdem immer noch vitaler, gut aussehender Opa. Kommt dran, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe mich dann hingesetzt wie so ein kleiner Stalker und habe so rumgetan, als würde ich eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Okay. Und habe aber dann mein Handy so aufgezoomt, um dann so viele Bilder wie möglich von ihm zu machen, um auch zu beweisen, dass es tatsächlich Mario Adorf ist. Ja, Wahnsinn. Und sag mal, der ist doch bestimmt schon Ende 70. Wie alt ist Mario Adorf eigentlich? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also er ist bestimmt schon Mitte, Ende 70. Na, ich habe auf Ende 70 eine. Warte mal, lass mich mal schnell googeln. Kann ich leider gerade nicht. Klimper. Nein! Alter, Mario Adorf, 1930 geboren. Das heißt, er ist 1930. 89. Wahnsinn. Also fast ein 90-jähriger Mann. Ich rechne gerade selbst nach, weil ich es nicht glauben kann. Das heißt, ein 90-jähriger Mann, der immer noch alleine im Flugzeug fliegt, der hat sich dann irgendwie so ein Croissant geholt, wahrscheinlich einen Kaffee, wahrscheinlich trinkt man mit 89 auch keinen Kaffee mehr. Doch, da trinkst du voll. Ja. Ich habe ein Interview von einer 107-Jährigen gelesen und die hat jeden Morgen eine Tasse Kaffee und ein Marmeladenbrot und das macht sie ja irgendwie seit 100 Jahren. Nein. Doch. Marmeladenbrot, also wo sich jeder Ernährungswissenschaftler denkt, oh nein, kein Marmeladenbrot, da wirst du nicht alt. Ja. Krass. Wirkt er noch vital? Ja, rustikal, glaube ich, heißt das, oder? Rustik? Rustikal wirkt er nicht. Rustikal ist der Bauernschrank hier vor mir. Ja, auf jeden Fall war er wirklich großartig. Er hat großartig gefrühstückt. Ich habe es voll abgefeiert, wie er gefrühstückt hat. Und in diesem Zug, ich muss meine Story jetzt erzählen. Zwischenfrage. Warum darfst du in die Lufthansa-Lounge? Bist du jetzt schon so ein Miles and More-Sammler oder was? Nein, überhaupt nicht. Der Leo ist natürlich der Miles and More-Sammler und er hat mich da reingebracht. Aber allein dieses Einchecken, dieser scheiß Lufthansa-Lounge, hat mir so den Spaß an den ganzen Scheiß genommen und eigentlich ist es ein Kack, den ich nicht brauche. Ich glaube, wir haben 20 Minuten gebraucht. Da zahlst du irgendwie dann 30 oder 40 Euro und darfst dann rein. Da hast du irgendwie schlechte Getränke vielleicht nicht, aber kleine Getränke. Und du weißt, ich brauche immer mein Flugbier. Ich brauche mindestens zwei 0,5 Flugbiere, bevor ich in ein Flugzeug steige, tatsächlich. Und die haben aber 0,3er nur. So, dann stand ich so um 7:30, glaube ich, am Flughafen in dieser Lufthansa-Lounge und bin wie ein Alkoholiker ständig hin und musste mein Bier auffüllen. Und ist das denn gratis oder was? Ja, um auf meine Menge zu kommen. Das Frühstück war so okay. Das ist aber krass. Also jetzt hast du einmal Eintritt und dann hast du hier so Flatrate-Saufen. Ja, und Flatrate-Essen halt auch, ne? Aber wirklich nichts Besonderes. Ich würde es mit einem, essenstechnisch würde ich es mit einem Etap-Hotel vergleichen. So. Boah, na das ist aber 30 Euro dann echt gar nicht so wenig, ne? Naja, aber das ist nur, wenn du die Miles & More-Scheiße hast, dann kommst du natürlich umsonst rein, ne? Ach so. Ja, der bloß mich praktisch irgendwie mit rein. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt werde ich ganz kurz noch eine Story zu Mario Adorf erzählen. Weißt du, dass Mario Adorf für den Film Der Pate vorgesehen war? Als Michael Corleone, also als El Pacino, die Dora, die praktisch El Pacino dann gekriegt hat. Ja? Den Michael Corleone. Wie fett wäre eigentlich Mario Adorfs Karriere verlaufen, hätte er diese Rolle angenommen? Aber pass mal auf, das ist halt irgendwie so alles, was wäre wenn, ne? Vielleicht wäre der Film dann auch gar nicht berühmt geworden. Ja, das kann sein. Jedenfalls hat Francis Ford Coppola Mario Adorf die Rolle des Michael Corleone angeboten. Ja? Den dann, wie gesagt, später El Pacino gespielt hat. Mario Adorf hat aber gesagt, nein, er will diese Rolle nicht. Er will viel lieber den Sonny spielen. Sonny, weißt du? Hast du drauf? Der Sohn. Sonny ist der... Bitte? Der Sohn hattest du im Vorgespräch erwähnt. Sonny ist praktisch der Sohn von Marlon Brando und eigentlich der Nachfolger von Marlon Brando und wird dann praktisch so eingeführt. Und wer den Film Der Pate kennt,
weiß, dass Al Pacino eigentlich ursprünglich gar nichts mit diesem ganzen Geschäft zu tun haben wollte, wird aber zum Schluss irgendwie der Teufel, wird irgendwie der Schlimmste von allen. Und Sonny wird dann heimtückisch bei einem Überfall erschossen. Und genau, diese Rolle wollte ihm Mario Adolf spielen, da hat er sich viel mehr gesehen als in der Rolle des Michael Corleone. Und ja, ich würde sagen, scheiß Entscheidung, Alter. Scheiß Entscheidung, aber wie gesagt, was wäre, wenn? Ich hatte mal bei einem Schlagzeuger Unterricht, der ohne Scheiß bei Police einsteigen sollte, anstatt von Stuart Copeland. The Police. Ja. Vielleicht sind solche Sachen auch nur Gerüchte. Ich habe mit ihm persönlich nie drüber gesprochen, aber mit allen anderen Drummer außenrum. Und er war wirklich schon saugut. Ja. Hat sich dann irgendwie der hat damals noch in England gelebt und ist dann nach Deutschland gezogen, hat sich dann gedacht, nee, das wird irgendwie alles zu sperrig. Aber die Frage ist dann wirklich, wer Police das geworden, ohne Stuart Copeland, was mit Stuart Copeland geworden ist? Das sind philosophische Fragen. Der Mathis erzählt übrigens immer noch die Story, dass er bei SDC da einsteigen soll. Er hat irgendwann mal einen Anruf gekriegt, ob er bei SDC einsteigt als bei SDC jetzt wird's peinlich, erster Sänger. Bon Scott, genau. Und dann kam Brian Johnson, right? Ja. Genau. Aber als Bon Scott gestorben ist, oder? Mathis erzählt es bei Mathis an. Ja, bei Mathis. Aber wie kam der Kontakt zustande? Frage Nummer eins. Ich bin nicht so weit ins Detail gegangen, weil ich die Story schon, also ab der ersten Sekunde nicht so richtig geglaubt habe. Also mit meinem Schlagzeuger, das glaube ich irgendwie, da gibt es wirklich Verlinkungen. Und er hat auch irgendwie damals wirklich für Udo Lindenberg und so gespielt. Also der war wirklich voll angesagt als Studioschlagzeuger und so. Bei Mattes. Wobei, man muss aber tatsächlich sagen, gesanglich hätte er das sofort hingekriegt, ja? Kein Ding, glaube ich tatsächlich. Mathis ist ein Wahnsinnssänger, auch seine ist irgendwie so seine Tonlage und so, das würde er alles hinkriegen. Ich weiß nur nicht, ob die australische Mega-Rockband AC/DC halt einen Sänger in Franken sucht, was? Ich weiß das nicht, ob das so passiert. Aber klar, dass da jemand anruft, dass das Telefon klingt und sagst, Servusla, ist das Madasla? Und aber, dann sagt er, hello. Dann hast du ja irgendwie Scorpions, ne, der eigentlich ja auch echt mit einem schlechten Englisch singt, aber das hat dann wieder so einen Charme, dass man es dann nimmt. Und bei AC/DC, da presst du ja eher, als dass du singst. Und na, stimmlich gebe ich dir recht, würde das vielleicht sogar hinhauen. Auch, er hätte das damals auch, obwohl er war damals auch eine geile Sau, ne? Muss man auch sagen, eine geile Sau. Hat er schöne, lange, lockige Haare gehabt. Schaut er immer noch natürlich immer noch gut aus. Ist immer noch eine geile Sau. Also ich weiß auch nicht, weil du sagst, damals war er eine geile Sau. Na gut, okay, lass mal genau. So stehen, warum nicht? Lass mal einfach mal so stehen. Wie gesagt, Claudio Pizarro habe ich auch am Flughafen getroffen, war jetzt auch, aber auch keine besonders große Geschichte. War in der Apotheke. Ja? Apotheke hast du erzählt, ne? Apotheke. Was macht der in der Apotheke? Müssen da schon die Alarmglocken angehen? Ja. Muss sich Bremen Sorgen machen? Kann er die nächste Saison? Ist alles in Ordnung mit ihm? Ja. Aber vielleicht hat er auch Medizin für seine Mutter geholt oder Frau oder wie auch immer, ne? Ja, wer weiß das schon. Oder Nikotinpflaster. Badehose oder Schwimmshort? Oh. Schwimmshorts. Schwimmshorts, ja. Ich war im Urlaub in Kroatien, dass so zwei ältere, das müssen Deutsche gewesen sein, leicht verbrannter Rücken, also natürlich dieses Tennisshirt schon in den Körper gebrannt und leicht verbrannter roter Rücken und die hatten so eine ganz enge Badehose an und das ist, also ich muss sagen, wer heutzutage noch Badehosen trägt, wird wieder kommen. Wird wieder kommen mit dem Oberlippenbart zusammen. Das sage ich schon seit 10 Jahren. Nein. Und jetzt pass mal auf, aber weil du Kroatien erwähnst, muss ich auch erwähnen, wir waren dann auch mal an so einem Strand. Das war fast so ein bisschen, also genau, nochmal zur Erklärung. Ost, unser Tonmann, der Jari und ich, wir waren alle in Kroatien, Nähe von Split. Sind dann, ist ja wurscht, irgendwie nach Interlagen geflogen und so. Auf jeden Fall waren wir, ich bin ja wieder zurückgeflogen nach Interlagen, war sozusagen nur 24 Stunden weg. Und genau an dem Tag sind wir noch
noch an den Strand gefahren und es war fast so ein bisschen ein Highlight. Es war so ein, kein Naturstrand, sondern eigentlich ein bisschen, eigentlich so eine Betonplatte in einem kleinen Dorf. Und ab 16 Uhr kamen so, also ich habe eigentlich kaum, ich glaube, wir waren die einzigen Touristen da, kamen die ganzen Einheimischen aus dem Dorf an den Strand und die hatten wirklich, würde ich sagen, 90% diese Badehosen. Und ich hatte mich, ähnlich wie bei unserem Konzert, ins Jahr 1980 zurückversetzt gefühlt. Und das war schon wieder geil, das war irgendwie, da ist die Sonne untergegangen, also Strandabende sind ja eh immer geil, aber das hat sich wirklich angefühlt wie 1980 und die Kinder, die hatten auch alle überhaupt keinen aufblasbaren Schnickschnack, irgendwelche Einhörner oder so, sondern es war einfach irgendwie Badehose und irgendwie vom Steg da ins Wasser gesprungen. Da habe ich dann auch irgendwie so diese kurze Badehose wieder entdeckt. Also deswegen sage ich, irgendwann wird es auch wieder kommen, weil da hast du irgendwann, nee, ist es wieder, die Shorts, das ist dann irgendwann gesättigt und dann muss man wieder sowas kommen. Ein bisschen irgendwie modifiziert, aber das ist, irgendwie ist es auch wieder cool. Nee, ich habe so ein Zwischending. Wir waren ja leider nicht zusammen. Doch, wir waren ja zusammen in Baden, in meinem Swimmingpool in Kroatien. In deinem Pool? Hast du einen schicken, genau, großen Pool gehabt, muss man sagen. Ich kann mich leider gerade überhaupt nicht an deine Badehose erinnern. Siehst du? Ist dir nicht negativ aufgefallen. Ich habe nämlich so einen Zwischenteil zwischen Badehose und Schwimmshort, weil die richtig langen Schwimmshorts, die finde ich auch mittlerweile total beschissen. Man kann sich auch nicht richtig bewegen darin. Jedenfalls, ja, das ist irgendwie so mein Ding gerade. Weißt du, Kompromisse eingehen, auch bei der Badehose. Mit beiden Seiten sprechen. Nicht immer bloß auf die Rechten drauf dreschen, sondern nein, mit beiden Seiten sprechen, versuchen, irgendwie eine Mittellösung zu finden und schon, zack, kommt eine Badeshort raus dabei. Verstehst du? Ja, ja. Amen. Ja, ja. Amen. Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Donald Trump stoppt Angriff auf Iran. Kein Alkohol auf Nazi-Festival. Hummels geht zurück zum BVB. Da muss man erstmal ganz kurz sagen, trotz Sommerloch, ja, war das eine richtig heiße Woche hier, was irgendwie das Weltgeschehen und das auch das innenpolitische Geschehen angeht, war das eine heiße Woche. Genau, und es geht ja weiter, ne? Also es geht ja einmal hier sozusagen, den Scheuer wollen sie jetzt zerlegen, wegen dieser ganzen Mautsache, was ich echt super finde, weil den Scheuer ich nicht so sympathisch finde. Ist der Scheuer bescheuert? Egal. Und lustigerweise habe ich auch diese dritte Meldung vom Tagesgeschehen mit Hummels, habe ich sogar auch mitbekommen. Siehst du mal. Ja, wollen wir damit anfangen? Hummels geht zurück zum BVB. Ich finde es tatsächlich, ich bin ja eigentlich Clubfan, dann als zweite Stelle direkt, nicht direkt, vielleicht mit einem kleinen Abstand, aber schon ziemlich nah dran kommt der BVB. Und deswegen würde ich sagen, dir als Bayern-Fan würde ich sagen, ihr habt einen verfickten Fehler gemacht. Ja? Alle hacken jetzt irgendwie auf Hummels ein, seit der Weltmeisterschaft. Und da sind wir jetzt auch wieder bei Fußballspielern, die älter sind. Der Hummels ist nicht so schlecht, wie jetzt gerade sein Ruf, wie er gerade gemacht wird. Der Hummels ist schon immer noch ein sehr, sehr guter Fußballspieler, ein sehr, sehr guter Verteidiger. Ja, auf jeden Fall. Für Dortmund tatsächlich ein Coup, würde ich sogar sagen. Okay, dass ihnen jetzt gelungen ist, den Hummels wieder zurückzuholen, weil sie da eh Probleme haben in der Innenverteidigung. Die brauchen da irgendwie so einen erfahrenen Mann. Und für die Bayern werden das tatsächlich, du wirst an meine Worte denken, die Bayern werden bereuen, dass der Hummels weg ist. Weiß ich nicht, aber was ich gut finde bei Bayern ist einfach so eine Neuorientierung und Umstrukturierung. Und ich glaube, das ist genau, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, aber ich glaube, das ist genau das, was gerade stattfindet. Und das finde ich auch gut und ich habe auch irgendwie auch Lust auf neue Gesichter. Ja, aber die Bayern müssen aufpassen. Alle mit Steine wahrscheinlich. Nee, also passt schon. Ich weiß schon, was du sagen willst, aber die Bayern müssen halt aufpassen, damit sie halt ihre ganzen Stars, die sie immer holen und nach zwei Jahren wieder zurückgeben, nicht alle vergraulen. Ne? Das war mit Podolski so, das war damals mit Klose so, das war mit Götze so und es ist jetzt auch wieder mit Hummels so. Der Götze, den haben sie ja richtig kaputt gemacht, die Bayern. Und der Götze spielt jetzt in Dortmund seit einem Jahr und wird immer besser und du wirst sehen, das wird die Saison des Mario Götze jetzt. Der wird wieder kommen, der wird bis zur Europameisterschaft ist der Götze wieder in der Nationalmannschaft und spielt wieder ist Teil der Startelf. Soweit würde ich sogar gehen. Die Bayern geben ihren Leuten zu wenig Vertrauen, da geht es vielmehr um Siegen, um Professionalität, du gehst nicht mehr ein Trinken mit deinen Jungs. So. Also ich glaube auch, so innerhalb der Mannschaft ist das alles bei den Bayern. Würde jetzt ich mal behaupten und aus... wie heißt der Fußball-Talk auf Sport 1? Fußball-Talk auf Sport 1. So. Mein Wissen daraus saugend, würde ich jetzt mal behaupten.
die Bayern, das ist ein kalter, herzloser Verein. So. Kannst du es bestätigen? Nein, nein, ja, ich weiß es nicht. Da bist du jetzt leidenschaftlicher dabei als ich. Und ich habe so einen Eindruck, der Wurm ist da irgendwie so ein bisschen drin. Viel erreicht, was sind die nächsten Ziele? Und ich glaube jetzt, es gehen ja jetzt wirklich auch zum Sommer. Fällt gerade irgendwie der. Es gehen ja zwei große Fußballer. Ja, der Ribéry und der Robben, meinst du? Genau, lass uns einfach aufhören, mit dir über Fußball zu sprechen, Alter. Das ist jedes Mal wirklich peinlich. Dann gab es die großartige Story gestern. Also ich habe sie gestern gelesen, wahrscheinlich war das am Samstag schon. Kein Alkohol auf Nazi-Festival. Also in Ostritz, glaube ich, heißt dieses Kaff unterhalb von Görlitz. Görlitz liegt sehr nah an meiner alten Heimat, an der polnischen Grenze. Gab es ein Nazi-Festival. Und irgendwie hat es die Stadt mit Hilfe der Polizei auch irgendwie durchgesetzt, also die Stadt hat irgendwie durchgesetzt, dass kein Alkohol auf diesem Festival ausgeschenkt werden darf. Jetzt mussten die ganzen Nazis ohne Saufen auskommen. Kamen wahrscheinlich dann einige davon auf die Idee, lass uns doch mal in die Geschäfte außerhalb fahren und Bier kaufen. Da haben sie aber nicht mit den Einwohnern oder zumindest mit einem Teil der Einwohner aus Ostritz und Umgebung gerechnet, denn die sind daraufhin los mit großen Anhängern und haben überall in der Gegend Bier aufgekauft, in riesigen Mengen. Und ich muss sagen, Leute, ich bin mega stolz auf euch. Wirklich. Mega. Also da muss ich auch gerade sagen, irgendwie bin ich gerade irgendwie von unserem Land begeistert. Also das ist, eigentlich gibt es sehr viele positive Signale gerade in unserem Land. Ja. Genau, ja. Und da gab es ja einige Bilder. Also die sind wirklich irgendwie in die Supermärkte und haben die auch noch leer gekauft, weil ein Supermarktbesitzer kann natürlich jetzt irgendwie nicht den Verkauf verbieten, dann würde der eher wieder Stress geben. Aber wenn kein Bier mehr da ist, dann ist kein Bier mehr da. Saugeile Aktion, wirklich. Mega geile Aktion und wirklich ein Hoch auf euch und hätt richtig Bock, da irgendwo in der Gegend ein Konzert zu spielen. Solltet ihr irgendwie aus der Gegend kommen und irgendwie ein geiles Anti-Nazi-Konzert veranstalten wollen, ach, mit Alkohol. Genau. Und das wollte ich jetzt auch zum aktuellen Zeitgeschehen noch ergänzen. Und auch unser Seehofer hat sich jetzt gegen Rechtsextremismus ganz deutlich geäußert. Will mit voller Härte, oder will es jetzt ernst nehmen? Der NSU-Prozess hat da nicht gereicht. Und deswegen ist die Entwicklung, die ist irgendwie gerade ganz gut. Und was ich jetzt noch mitbekommen habe, es gab ja eine Erika Steinbach, das habe ich vorhin erst gelesen, die im Prinzip dieses Zitat von dem ermordeten Politiker, Lübcke heißt er, oder? Lübcke, ja. Walter Lübcke. Lübcke, genau. Nochmal aufgegriffen hat. Das hat er ja irgendwie vor 2 Jahren erst gesagt gehabt. Und gegen die schassen jetzt auch im Prinzip ehemalige Kollegen, die sind inzwischen aus der Partei ausgetreten. Ja, aber die Steinbach ist ja ganz dicht, ne? Die Steinbach ist ja, genau, ist ja eine richtige Hetzerin. Genau, und die hält sich jetzt irgendwie auf AfD-Veranstaltungen auf. Und aber ehemalige Kollegen werfen ja, oder Parteigenossen, werfen ja wirklich jetzt irgendwie Mord vor, dass sie wirklich die Verantwortung für diesen Mord trägt und so. Wirklich? Und dass die Steinbach dann schuld ist? Ja. Das wusste ich nicht. Na klar. Die Steinbach hat sich ja richtig Freunde in Polen gemacht. Ne? Das ist ja eine richtig angesagte Frau in Polen, die Steinbach. Das ist ja wirklich eine blöde Fotze, ne? Und die hat ja wirklich, das hatte er vor 2 Jahren, also die hat Zitate, die 2 Jahre alt sind, im Prinzip wieder ins Netz gebracht, die auch nicht ganz korrekt aus dem Zusammenhang genommen wurden, also nicht mal richtig sauber zitiert, sozusagen 2 Jahre alte Zitate, die nicht sauber zitiert waren, wieder jetzt irgendwie ins Netz gebracht und daraufhin kam es zu dem Mord. Und deswegen sind diese Vorwürfe wirklich nicht von der Hand zu weisen. Also sie sind eigentlich insoweit schon korrekt, dass sie damit Verantwortung trägt. Ja. Und damit wird ja auch ein bisschen klar, was eben Hetze zur Folge hat. Also, dass Hetze nicht einfach irgendwie spurlos vorübergeht, wenn man einfach im Internet unterwegs ist. Ach, das wollte ich auch noch sagen. Was auch echt interessant ist irgendwie, wie sich die ganze Politik gerade, da hat man, glaube ich, irgendwie schon mal davon gesprochen, immer mehr so ins Netz verlagert. Ne? Wie alle Politiker wirklich im Netz aktiv werden. Ich meine, Trump hat damit so ein bisschen angefangen, unter anderem auch. Und das passiert jetzt auch in Deutschland. Das ist total interessant, finde ich. Ja, ich wollte aber noch kurz dazu sagen, dass ich immer noch auf den AfD-Trauermarsch warte für Walter Lübcke. Wo sind sie denn? Der Täter hat ja keinen Migrationshintergrund, oder? Deswegen gibt es keinen Trauermarsch. Nee, gibt es zumindest keinen Trauermarsch von der AfD. Meinst du, so schnell wie sie in Chemnitz alle am Start waren, hier Höcke und Konsorten, und in der ersten Reihe mitmarschiert sind, um einfach ihre Trauer
zur Schau zu tragen bzw. zu bekunden. Wo sind Sie denn beim Herrn Lübcke auf einmal? Wo sind Sie denn, wenn Ihnen das alles immer so wichtig ist? You're right, man, you're right. Söhne. Ja, und dann, apropos blöde Hohnsöhne, Donald Trump stoppt Angriff auf Iran. Ich muss sehr oft an den Satz denken, wenn ich Donald Trump sehe oder höre, als du diese Biografie, beziehungsweise, ja, man kann sagen, Biografie über ihn gelesen hast und du immer behauptest, dass er angeblich wirklich sehr gegen Krieg ist. Also so ein blödes Arschloch, wie er ist, so konsequent muss er auch anscheinend auch gegen Krieg sein. Er ist vor allem, hat ein Problem damit, wenn seine American Soldiers verletzt oder getötet werden. Genau. Das wäre ja erstmal so eine Drohnengeschichte und die Drohnengeschichte wäre dann mit Drohnen wahrscheinlich vergolten worden, weil die Drohnen, also spielt dann die künstliche Intelligenz eine Rolle. Naja, also wenn eine Drohne abgeschossen wird, dann gehen die anderen Drohnen gleich los und üben Vergeltung. Das steuern eigentlich gar nicht mehr die Menschen. Und die Menschen können aber dann mit den Drohnen nochmal sprechen und das ist das, was er gemacht hat. Hat gesagt, genau, hey, passt mal auf. Schießt nicht gleich los, eure Drohne können wir wieder reparieren. Ja, aber was ich sagen wollte, ist genau der Punkt, dass Ihnen das früher nicht aufgefallen ist. Sie wollten Vergeltung für eine Drohne. Und in meinen Augen, ja, wenn man schon nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwie agiert, ist für mich die Vergeltung für eine Drohne was? Die Vergeltung einer Drohne. Eine Drohne, also eine iranische Drohne abzuschießen. Und dann haben sich aber diese ganzen Kriegstreiber in Amerika gedacht, okay, sie haben unsere Drohne abgeschossen, dann bombardieren wir mal irgendwie 5 Satellitenanlagen und Flugabwehrstationen der Iraner. Sie haben die Opferzahl auf 170 Menschen geschätzt. Genau, 150 oder 170. Ja, das ist amerikanisches Denken. Sie schießen unsere Drohne ab und wir müssen darauf reagieren, indem wir 150 Iraner umbringen. Wie bescheuert ist das? Und allein, dass man bis zu diesem Punkt geht, dass der Donald Trump bis dahin überhaupt gesagt hat, ja, okay, alles klar, lass uns diesen Angriff machen. Es ist für mich verhältnismäßig, Drohne gegen 150 Iraner, eigentlich genau das Gleiche. Entschuldigung, amerikanische Drohne, 150 Iraner, eigentlich genau das gleiche Gewicht, dann ist die Welt wieder im Gleichgewicht. Allein, dass er bis dahin gegangen ist und bis dahin gesagt hat, ja, okay, können wir soweit machen, zeigt mir, dass die Leute und die Menschen nicht ganz dicht sind und er vor allem nicht und so weiter. Jedenfalls, trotzdem muss ich, er hat auch als Donald Trump Hasser, er hat leider auch so Kriegstreiber hinter sich, ne? Dennoch muss ich dann auch, wenn ich Donald Trump nicht packe, meinen Hut ziehen, wenn er das wirklich gemacht hat und es wirklich auf seinen Mist gewachsen ist, wenn das wirklich so ist, wie man hört, und er dann sagt, nee, okay, lass uns das mal stoppen, irgendwie sind 150 Menschen gegen eine Drohne aufzuwerten, dann doch irgendwie nicht mal für Amerika irgendwie würdig, nicht mal Amerika würdig, so dann muss ich meinen Hut ziehen und sagen, okay, alles klar, in diesem Moment hat er tatsächlich richtig gehandelt. Ja, aber ich muss dich bei deiner Wortwahl verbessern, du hast gesagt, er hat den Angriff gestoppt, er hat gestern nochmal getwittert, er hat ihn nicht gestoppt, er hat ihn pausiert. Ach so. Das war ihm sehr wichtig. Ja. Dass Iran eben da irgendwie jetzt keine Hoffnung oder dass Iran da jetzt rausliest, dass irgendwie die Amerikaner Weicheier sind. Das ist schon alles ein Schwanzvergleich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So Unwichtiges, weißt du? So was verfickt Unwichtiges, wie eine verfickte Drohne, ja? Dann sollen sie halt eine Rechnung an Iran schicken und sagen, pass auf, diese Drohne hat 153.000 US-Dollar gekostet, bezahlt das Scheißding und dann ist die Sache gegessen. Meine ja, und vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so nah irgendwie da im iranischen Luftraum rumfliegen. Eben. Also ich meine, wenn ein gesunder Abstand ist, glaube ich, wird auch keine Drohne abgeschossen. Amen. Amen. 15 Jahre Maskenball, 15 Jahre laut und prall. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was wir trieben für den Scheiß. Ja, Hammer. 15 Jahre Hämatom. 15 Jahre Hämatom. Maskenball. Meine Geschichte ist so circa 6-7 Jahre alt. Wir haben an diesem Abend in Holland gespielt. In Holland, in Enschede. Enschede. Ja. Und sind dann in die Schweiz gefahren. Ich frage mich, oder was ich nicht mehr genau wusste, ich glaube, wir sind die Nacht dann durchgefahren. Wir hatten in Holland auf jeden Fall kein Hotel. Das kann sein. Das haben wir früher öfter gemacht.
Genau, wir sind es aber, glaube ich, nicht durchgefahren, sondern hatten dann irgendwo nochmal eine Zwischenstation. Ich glaube, dass es so war. Auf jeden Fall war das eine schöne Fahrt. Wir sind zusammen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ich habe irgendwie, glaube ich, den Sprinter gefahren oder so, interessanterweise. Auf jeden Fall saßen wir irgendwie vorne und haben uns noch unterhalten. Es war so eine romantische Fahrnacht. Ich war kurz davor, glaube ich, du hattest deine rechte Hand am Steuerknüppel, meine linke Hand auf deine Hand zu legen. Nee, das nicht. Aber irgendwie haben wir uns gut unterhalten, war cool. Das hast du auch gemacht. Ja. Habe ich es dann doch gemacht? Ja, du hast meine Hand, du hast und dann habe ich wahrscheinlich, um den Kreis zu schließen, geblasen und gelutscht und geschluckt. Nein, gelutscht und geschluckt, ja. Und was ich eigentlich, die Aufzeichnung geht weiter, aber ich bin jetzt ganz nervös, wie ich war. Hörst du mich? Ich höre dich wieder, ja. Ja, genau. Nervös wie ich war, bin ich jetzt aufgestanden. Dabei habe ich vergessen, dass das Handy ja mit einem eher kurzen Kabel verbunden ist. Komm auf den Punkt, Alter. Komm auf den verfickten Punkt, Mann. Genau. Sind in die Schweiz gefahren, hatten eine schöne Show. Und was danach kam, und das erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne, war, ich kann jetzt nicht sagen die schönste Aftershow-Party, aber eine saugeile, richtig coole Aftershow-Party. Wir haben einen Club gespielt. Du meinst St. Gallen? War das die Show in St. Gallen? Ich weiß leider nicht, welcher Ort es war. Ja, aber ich glaube, es war St. Gallen. Da kam gerade Mainland von Rammstein raus. Ja. Genau, es gab irgendwie, wir haben gespielt, alles wurde wieder in die Sprinter verladen und dann waren wir aber noch in einem großen Raum, in einem Club, in dem wir gespielt haben. Es gab einen DJ-Platz auf der Bühne, vielleicht gab es sogar danach noch Disco, wahrscheinlich mit Sicherheit, und irgendwann sind aber alle Gäste gegangen und dann waren nur noch die Local Crew da und irgendwie halt die Mädels, die das Catering machen und so, und wir mit unserer Crew und haben dann in diesem 500er-Saal irgendwie auf einer richtig großen Tanzfläche getanzt und es war mega geil. Du hast dauernd irgendwie Mainland aufgelegt. Nein, und das dabei war, glaub ich, immer den Bademeister gemimt, irgendwie immer so die Hand sozusagen über die Augen gesetzt, um zu anzudeuten, dass du hier in die Ferne schaust. Das haben wir dann auch irgendwie alle mitgemacht und der Jarek hat es auch noch alles gefilmt auf seinem Handy. Ich habe so peinlich getanzt wie selten und vorher und nachher in meinem Leben. Dieses Handy wurde leider verloren mit all diesen Filmen und Aufzeichnungen. Nein, um Gottes Willen. Das heißt, irgendjemand hat hier belastendes Beweismaterial von mir in der Hand, weil ich habe dann irgendwann, glaube ich, auch in Unterhose getanzt und habe dann auch ganz schlecht die Catering-Frauen angetanzt und so, wobei ich den weiblichen Part übernommen habe. Großartige Party, an die ich mich immer wieder zurückerinnere. Und ich frage mich, ob das Beweismaterial dazu irgendwann auftaucht. Also wenn es jemand hört, ich würde es natürlich für einen hohen Preis zurückkaufen, bevor es irgendwie im Internet landet. Tatsächlich war das damals waren das, glaube ich, die Anfänge, vielleicht sogar der erste Gig von DJ H. Das kann sein, Mensch, oh, das ist ja, dann wird es ja irgendwie ein historischer Moment. Ja. Das war nämlich echt gigantisch, wie du 100-mal hintereinander in Dauerschleife Mainland eingelegt hast. Ja, das traut sich aber schon nicht jeder DJ. Wurzeln. Ja, und du denkst dir nach dem 5., 6., 7. Mal, denkst du dir, Alter, ist der beschissen, der DJ, aber mit steigendem Alkoholkonsum und dann kannst du ja irgendwann keine neuen Songs mehr aufnehmen. Also nach dem 15. Mal habe ich diesen Song abgefeiert und ich muss auch sagen, ich feiere ihn bis heute ab. Ja, ich auch. Du, ich habe übrigens, ich habe gerade steife Nippel. Ich weiß nicht, ob das an Geburtsstunde DJ H liegt, aber ich habe mir gerade über meine linke Brustwarze gestreichelt und die ist total steif gerade. Okay, guter Punkt. Ich lang auch mal unter mein T-Shirt. Vielleicht habe ich, nein, ich weiß, was es war. Es war die Geschichte von dem Steuerknüppel, diese Steuerknüppel-Verwechslungsgeschichte auf dem Weg in die Schweiz. So, und ich möchte auch noch was erzählen hier, und zwar aus aktuellem Anlass. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch mitgekriegt, vielleicht auch die Besuche des Hellfest-Festivals in Frankreich. In Frankreich gibt es das Hellfest, eines der größten Festivals überhaupt. Metal-Festivals in Europa, glaube ich, in Frankreich sowieso. Und dann, da hätte dieses Jahr die Band Manowar spielen sollen. Doch leider ist Herrn Joey DeMaio, das ist der Macher, Besitzer, Sklaventreiber und Bandhitler von Manowar. Sag mal, was treibst denn du da hinten? Was rauscht denn wie verrückt? Was machst du? Meinst du mich? Ja, ich meine natürlich dich. Rauscht jetzt auch? Ja, jetzt rauscht die ganze Zeit.
Und dieser Bandführer, dem ist eingefallen angeblich, so ist zumindest die, natürlich nicht die offizielle Ausrede, aber wir haben so ein paar Quellen, die das, die davon berichten. Ihm ist während der Show eingefallen, beziehungsweise während er auf diesem Festival ankam, wahrscheinlich hat er die Leute gesehen, hat sich gedacht, wow, fuck, ist das fett hier, so viele Leute und Manowar ist Headliner. Ich möchte doch ein bisschen mehr Geld haben als ursprünglich ausgemacht. Und hat dann, während er auf dem Festival saß, sich einfach mehr Kohle gewünscht vom Veranstalter. Veranstalter, muss ich jetzt schon wieder einen Hut ziehen, hat gesagt, fick dich, Alter. Du kriegst einen Scheiß mehr Geld. Wir haben halt eine Gage verhandelt. Du bist jetzt hier und spielst entweder für dieses Geld oder kannst dich verpissen. Dann hat Joey DeMeyer gesagt, nö, dann spiel ich nicht. Dann hat der Veranstalter gesagt, alles klar, dann verpiss dich. Wahnsinn. Also wirklich ein größenwahnsinniger Vollidiot, Joey DeMeyer. Und ich möchte ganz kurz die Story erzählen. Wir haben, glaube ich, über das Öschergefest schon gesprochen, auf dem wir gespielt haben, 2005. Eigentlich das erste große Festival für uns. Überhaupt wahrscheinlich das erste Festival, das wir jemals gespielt haben mit dieser Band. Wir durften direkt nach Manowar spielen. Manowar hat auf dieser fetten, großen Bühne gespielt. Mit Orchester hieß es. Und danach waren wir im kleineren Saal dran. Das heißt, Manowar war unser Vorband. Und Manowar hat aber 3 Tage vorher einen riesen Aufstand gemacht. Ja. Die haben sich Sachen einfliegen lassen. Die wollten irgendwie plötzlich proben. Da musste irgendwie ein PA-Verleih aus der Gegend innerhalb von 2 Stunden über Nacht eine riesen Anlage reinzimmern in die Eventhalle in Geiselwind, damit Manowar irgendwie eine halbe Stunde proben können. Joey DeMeyer hat sich auf diesem Festival aufgeführt, als wäre das sein Festival. Er hat sich sogar, das ist eine geile Story, irgendwann mal einen Hubschrauber bestellt und ist übers Gelände geflogen, hat die Leute gezählt, weil er nicht geglaubt hat, dem Veranstalter, dass in Anführungsstrichen so wenig Leute da waren. Ich glaube, das waren zwischen 15.000 und 20.000 Leute da. Und Joey DeMeyer hat es aber nicht geglaubt und hat sich, wie gesagt, mit einem Hubschrauber übers Gelände fliegen lassen, um die Leute zu zählen. Also ein komplett schizophrener, total durchgedrehter Spast. Dann haben die auf dieser Bühne wie gesagt, riesen Aufstand gemacht, haben ein tschechisches Orchester aus Prag irgendwie ankarren lassen mit 2-350 Mannbussen. Die haben dann voll Playback gespielt. Was ich damit aber erzählen will, die haben sich so lächerlich gemacht, weil sie eine riesen Show versprochen haben. Die einzige Europashow war das damals, glaube ich, in diesem Jahr von Manowar. Sie haben sich auch eine mega Gage geben lassen. Also die ist 7-stellig gewesen. Haben angekündigt, dass sie den Rock'n'Roll neu erfinden werden an diesem Tag. Haben, wie gesagt, eine Woche lang geprobt, haben alle Bands irgendwie schikaniert, dass sie das und das nicht nutzen dürfen und das ist nur für Manowar reserviert. Und dann gehen die auf die Bühne. Bei der zweiten oder dritten Nummer fällt der Bassamp von Joey DeMeyer aus, geht kaputt. Die Crew muss da hinten, also es gab anscheinend ganz weiten Bass-Amp, die Crew hat fieberhaft versucht, den Bass wieder zu reparieren. Es ging nicht, es gab eine 20-minütige Unterbrechung, das Licht fiel aus, der Sound war beschissen. Jedenfalls war es so, dass die Leute scharenweise, wirklich, das habe ich noch nie auf dem Festival gesehen, scharenweise das Gelände verlassen haben und einfach gegangen sind. Joey DeMeyer hat irgendwie so Reden geschwungen von 10 Minuten, wie geil der Heavy Metal ist und wir sind alle eine Familie und wir machen irgendwie alles zusammen und feiern uns gegenseitig ab. Und die Leute haben es so richtig affig und peinlich gefunden, dass sie scharenweise das Gelände verlassen haben. Tatsächlich war es dann so, dass Manowar 5-6 Jahre lang kein Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat in Deutschland. Die haben richtig verbrannte Erde hinterlassen. Nach dieser Show. Mittlerweile geht es, glaube ich, ist wieder so ein bisschen besser. Aber schön, dass Joey DeMeyer in Frankreich wieder den gleichen Fehler macht. Finde ich gut. Ne, vor allem, also es gibt ja einige Stories von ihm. Und das Interessante ist, dass er nicht irgendwie schlauer wird oder dass auch sein Management ihn nicht irgendwie mal so. Nein, er hat kein Management. Er ist das Management. Ah, okay. Also er ist das wirklich. Ich meine, irgendwie macht es schon neugierig. Nicht geschäftlich, aber irgendwie immer so privat ihn zu treffen, mit ihm zu tun zu haben, würde mich interessieren, was wirklich hinter diesem Typen steckt. Aber wie du es schon sagst, wahrscheinlich ist er echt schizophren. Nein, also Größenwahnsinniger normal ist es nicht mehr. Ja, größenwahnsinniger also Vollidiot. Genau. Und man muss auch sagen, ich habe Freunde von mir waren in Amerika auf Manowar. Und Manowar spielt in Amerika so 500 bis 600 Säle. Also ganz kleine Mini-Turnhallen, die dann irgendwie oben, die dann oben abgehängt werden. Und wie gesagt, der Kollege, der von mir dort war,
Der hat sich dann totgelacht, weil Joey DiMaggio auch in Amerika dann irgendwie das Mikro in die Hand nimmt und sagt, und es war eine Halle, die war, musste komplett abgehängt werden, ja, oben, die ganzen Sitzplätze, die auch, ja, genau, waren nicht besetzt und musste mit schwarzen Moltern abgehängt werden, damit das nicht zu peinlich aussieht. Und Joey DiMaggio hat dann irgendwie den Leuten 10 Minuten lang erklärt, wie geil Manowar ist, weil sie für ihre Familie, für ihre Fans den Sound in dieser Halle verbessern wollten und haben keine Kosten und Mühen gescheut, um diese Halle abzuhängen mit Vorhängen. Geil, Alter. Das ist wirklich kaputt. Ja, das ist wirklich ein kaputter Typ. Was ich mir dann auch denke, bei so einem Veranstalter vom Hellfest, ich meine, dann läuft alles gut, gute Zuschauerzahlen, alles geil und wahrscheinlich war das dann irgendwie noch der letzte Tag des Festivals oder so, ich habe jetzt keine Ahnung, aber du denkst dir irgendwie als Veranstalter sitzt du dann in deinem Büro und bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft alles gut und dann kommt irgendwann eine Meldung vom wahrscheinlich wichtigsten Headliner, der dann sagt, ich will mehr Geld, sonst spiele ich nicht. Ey, also ich finde es auch geile Eier bewiesen, dass er sagt, nee, dann fick dich halt, Alter. Ja. Aber da denkst du dir wahrscheinlich auch, Alter, jetzt ist doch alles so geil und so schön. Was willst denn du jetzt von mir? Und es gibt doch Verträge. Ja, ja. Aber wahrscheinlich in seiner Naivität fliegt er dann wirklich, oder denkt sich dann wirklich, Mensch, da sind ja 30.000 Leute da, jeder muss doch 20 Euro für Manowar übrig haben und dann rechnet er irgendwie so seine Gage aus und kriegt, hat überhaupt keine Vorstellung, was irgendwie an laufenden Kosten bei so einem Festival eigentlich produziert werden. Krass. Jetzt war aber die Melodie 15 Jahre Maskenball. Was hat das mit uns zu tun? Das hat damit was zu tun? Nein, das hat natürlich deswegen was mit uns zu tun, weil wir dieses Festival gespielt haben. Und ich kann eine Verbindung... Aber das haben wir, glaube ich, schon irgendwie erzählt, unser Earthshaker. Naja, ist okay. Aber das mit Manowar, glaube ich, nicht. Wir haben von diesem Festival erzählt. Okay, gut, lass ich durchgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es war so, dass wir das irgendwie hautnah mitgekriegt haben. Wir waren auch irgendwie 2 Tage dann dort unterwegs, saßen da irgendwie fest auf diesem Festival und haben begeistert von links nach rechts geguckt, weil das irgendwie so die große neue Rock'n'Roll-Welt für uns war und haben irgendwie Manowar hautnah mitgekriegt. Deswegen ist es eine Geschichte, die, finde ich, sehr wohl in die Rubrik 15 Jahre Maskenball hineinpasst, lieber Süd. Naja, aber das sind ja unsere Highlights, 15 Jahre, wobei auch Tiefpunkte. Ja, und, aber der, jetzt, das jetzt war sozusagen, unser Highlight. Aber jetzt machst du Platz für diese Scheißband. Ja, ich mach Platz für diese Scheißband. Und noch mehr Platz. Die Sendezeit geht auch langsam zu Ende, mein Freund. Ich muss weiterziehen. Ich auch. Und um noch mehr Platz für diese Band zu machen, möchte ich auf unsere Playlist heute den Song Kings of Metal draufschmeißen. Okay. Von Manowar. Ich habe auch spannende Sachen. Ich glaube, ich habe bis jetzt ganz wenig Hip-Hop beigesteuert für diese Playlist. Ja. Hast du den Song von Ecofresh, Muss schon gehört? Nee. Finde ich ganz cool. Den würde ich draufhauen. Und falls du den scheiße findest, dann würde ich noch, da bin ich aber nicht ganz sicher, vielleicht habe ich das auch draufgehauen, eine wirklich gelungene Coverversion von Smells Like Teen Spirit von Chaka Ponk. Kennst du die? Okay, nee. Klingt aber spannend. Also, wenn du so überrascht bist, dann habe ich die wahrscheinlich auch noch nicht draufgehauen, ne? Nee, auf keinen Fall. Warum ich auf Smells Like Teen Spirit komme, das verraten wir dann das nächste Mal. Oh Gott, was für ein gequirlter Bullshit. Ich glaube, für diese Oralvergewaltigung wird meine Schwiegermutter jetzt richtig büßen müssen. Ach ja, noch was. Sollte Patrick jemals wieder meine Position einnehmen, werde ich eure Eier mithilfe einer Schraubzwinge ganz langsam zum Platzen bringen. Ich hoffe, ihr merkt euch das. Ihr nach Kock stinkenden Analverkehr-Amateure. Autsch. Autsch. Liebe Schwiegermama von West, es tut uns leid. Ja, und lieber West, tut uns auch leid. Da muss man auch ganz sagen, also ich finde, du solltest eher Patricks Eier quetschen. Der hat sich da voll reingekrätscht. Ja, hat sich voll in den Vorgrund angetrunken. Ja, so war so angetrunken und dann wurde er irgendwie mit jedem Shot wurde er noch selbstbewusster und also der hat mich dann irgendwie platt geredet und dann war es klar, okay, dann ersetzt er halt den West und also dich West und deswegen Entschuldigung an dieser Stelle. Also da musst du mal irgendwie an die Eier von Patrick bitte gehen. Ja. Okay, egal, wir wünschen euch eine schöne Woche. Sehen uns am Samstag in Weingarts beim 30 Jahre GBO Festival. Das wird eine geile Scheiße. Unbedingt vorbeikommen, genau. Gibt, glaube ich, auch noch Karten und das Wetter, das soll ja gigantisch werden. Ich glaube, es wird, also ich freue mich riesig. Also es macht immer Spaß mit den Jungs. Ich werde danach auch noch ein bisschen bleiben und weiter feiern. Genau, also alle Franken oder auch alle, die so ein bisschen von weiter her kommen, es lohnt sich, die Fränkische Schweiz ist wunderschön. Ihr könnt dann zum Beispiel am Sonntag noch ein bisschen Bergwandern gehen oder die fränkische Bierkultur kennenlernen. Da gibt es unzählige Brauereien, ein Bier lecker als das andere. Also kommt auch von weiter her.
Genau. Also, vielen Dank. Und falls ihr keine Zeit habt, dann sauft einfach den Nazis den Alkohol weg. Tschüss, bis dann. Das sind schöne Abschlussworte. Tschüss. Das war der Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.